Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute The Ten Bells, einem Horror-Game, bei dem man Anomalien entdecken muss. Aber bei diesem Game soll es so sein, dass die Anomalien einfacher zu finden sind und so den Spielfluss im Bereich des Horrors auch nicht allzu sehr beeinflussen, beziehungsweise man halt einfach leichter durchkommt und damit das Ganze genießen kann. Ich bin sehr gespannt, denn Anomalie-Games sind nicht so hundertprozentig meins, aber dieses The Ten Bells scheint sehr wild zu sein. Wir drücken auf Start und färben die Glocke rot, Leute. Und by the way auch den Blutregen. Oder den Regen, den färben wir auch rot. Alright, ich bin sehr gespannt. Das Ganze ist wohl ein englischer Pub. Und spielt eben in England. Okay. Auf dem Bild ist nicht mehr viel zu erkennen. Warum gehen wir da aber auch rein? Alright. Oh, die 10 Glocken. Wir bitten Sie, die Räumlichkeiten auf etwaige Anomalien zu untersuchen. Wenn alles in Ordnung ist, gehen Sie bitte zum Privatraum. Sollten Sie eine Anomalie antreffen, bitten wir Sie höflich umzukehren und fortzufahren. Wir freuen uns darauf, das Leben unseres lieben Freundes zu ehren, der uns viel zu früh genommen wurde. Okay. Okay, ich bin jetzt gerade hier aus dem Klo gekommen, oder was? Alright. In welche Richtung geht's denn? Wo ist das hier? Warte mal, ich muss mal hier die. Das ist ja schon wieder. Das ist ja schon wieder übel. So. Wo muss ich denn aber hin? Warum machen die Lampen so komische. Komische Dinger. Ist das die Richtung, wo ich muss? Ten Bells. Okay, krass. Okay, krass. Das sind ja wieder sehr viele Sachen, die man sich merken muss. Alright, erstmal in Ruhe umsehen hier. Ich sehe es kommen, ne, dass ich diese Bierdeckel hier oder diese Getränkedeckel hier übersehe. Stühle. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Wie geht es Ihnen? Es sind sehr viele Details hier. Sehr viele. Toilette. Denkenzettel. Mrs. Potts. Guck mal da unten, dieses Detail, dass unter dem Tisch diese Getränkedeckel sind, damit der Tisch nicht schief steht. Wahrscheinlich. Hier sind auch nochmal diese ganzen Dinge. Jo, das ist echt übel, Mann. Kann ich mir das merken? I don't know. Auch die Bilder hier. Hier hängen diese Bilder hier noch an der Wand. Das ist eigentlich, das ist wie hier, ne? In Bayern, in jedem Wirtshaus findest du auch irgendwo, findest du einfach irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder oder so. Von dem Wirtshaus, wo Leute früher drin saßen. Was ist hier? Okay. Okay, hier ist ja übelst der Nebel. Wieso weint die? Die weint ja. What the fuck? Wieso weint die? Wieso ist es hier so neblig, Mann? Ist das schon eine Anomalie? Nicht, ne? Die Dame, geht es Ihnen gut? Hängen einfach wieder dieselben Bilder. Boah, ich weiß nicht, ne? Das ist so ein übler Kontrast hier. Das Rot zu Grün und dann ist hier so Nebel drin und hier nicht. Was ist das für eine Glocke? Okay. Boah, ich bin gespannt, ne?
Hier sind wieder die gleichen 6 Bilder wie da hinten. Komisch, ey. Weirde Bilder. Muss man sich die Bilder auch merken? Also den, ja wahrscheinlich, ne? Also, die kleinen vielleicht nicht, aber möglicherweise die großen. Sieben Bilder überall. Sieben Bilder und 6 Bilder hier. Haben wir auch noch mal hier 6 Bilder. In der Decke gibt's nichts, oder? Ne. Puh, also das sind schon viele Details, also da bin ich gespannt, weil scheinbar haben sie es so gemacht, dass man sich das eigentlich, also dass das eigentlich ganz gut auffällt, dass das gut gebalanced ist, aber das erschreckt mich schon sehr. Ich versuche jetzt gerade auch nicht nur durchzurennen, sondern mir alles in aller Ruhe anzusehen und einzuprägen. Der Bell. Aber ja. Da geht's dann logischerweise weiter. Na gut, alright. Was ist das? Keller? Was ist im Keller? Okay, im Keller kann ich nicht lang. Aber schön sieht das Game aus. Sieht schön aus. Privatzimmer. Nur für Personal. Oh mein Gott, was ist denn da passiert, yo? Da ist alles rot. Na gut, dann gehen wir da mal rein, Leute. Wir versuchen es einfach mal, ne? Privatzimmer bedeutet, wir kommen... Ah, okay, ich verstehe. Alright. Die 10 Glocken Gasthaus. Wie immer vergesse ich im ersten Gang mir die Sachen. Jetzt habe ich mir die ersten Sachen im Gang nicht angeguckt. Kann ich nochmal... Return to the Bell. Nee. Kann ich nochmal... Ich wollte... Nee, das wollte ich gar nicht jetzt. Oh, ist das weird. Ich wollte diesen Anfangsraum sehen. Ich wollte mir eigentlich den Anfangsraum ansehen. Ah, Mann, also hier diesen Gang, ne? Das war jetzt halt dumm. Das war jetzt wieder dumm, dass ich das nicht gemacht habe. Na gut, also das ist eine Haarbürste. Man muss gepflegt aussehen, um den Anschein zu wahren. Okay, das ist ja auch wild, dass... Ah, okay, ich muss hier alle 10 vollkriegen, oder? Scheinbar. Okay. Okay. Das Bild ist gleich. Boah, ne, das ist... The Two Bells. Da oben muss The 10 Bells stehen, ne? Dann sind wir richtig. Habe ich so den Eindruck. Da unten steht... Einmal stehen diese Dinger drauf. Das war hier auch. Hier unten. Ist ja witzig. Er sieht bestimmt auch irgendwann mal sehr wild aus. Okay, also hier scheint alles zumindest auf den ersten Blick nicht so verändert zu sein oder gar nicht verändert zu sein. Auch die Tische und die Stühle scheint alles easy. Schauen wir mal kurz in den anderen Raum rüber. Boah, ne, es ist... Ich will es nicht verkacken, ey. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich übersehe wieder 1000 Sachen. Okay, die passen.
Die Fässer sind auch in Ordnung. Das schaut auch gut aus. Oh Gott. Na gut. Gehen wir mal ins Privatzimmer. Schauen wir mal, ob wir es falsch gemacht haben. Nö. Falsch. Oder ist das jetzt so, dass ich jetzt hier zurückgehen muss, weil da oben gar nichts steht? Warte mal. Da oben stand jetzt gar nichts, ne? Okay, da oben steht dann nichts, wenn ich es nicht richtig habe. Okay, ich verstehe. Okay, boah, ey. Holy Lord. Holy Lord. Das ist gar nicht gut. Wahrscheinlich ist es halt auch auf den Bildern, ne? Irgendein kleines Detail auf den Bildern, wie zum Beispiel hier, da wenn eine Glocke zu wenig ist. Nur mal als Beispiel. Eieiei. Oder hier auch mit diesen Dingern. Jetzt habe ich es verkackt, ich hatte schon zwei Glocken hatte ich. Es ist halt auch die Frage, ob das Anomalien sind, die jetzt wirklich, also sofort ins Auge stechen. Zum Beispiel, dass jetzt hier das Gesicht ein Totenkopf ist oder so, jetzt nur als dummes Beispiel. Oder ob es wirklich so kleine Sachen sind, dass ihm jetzt hier der Bart fehlt, ne? Sowas in die Richtung. Oder ob der ganze Inhalt eines Bildes verändert ist. Oder ob halt, weiß ich nicht, das Schiff hier, das Schiffswrack hier rechts fehlt. Oder die Fahne in der Mitte oder hier ein Schiff fehlt. Das wäre halt schon brutal. Das bedeutet dann nämlich, man muss sich wirklich alles genau einprägen und angucken. Also ich hab's mir jetzt schon angeschaut, ja. Aber augenscheinlich habe ich ja wieder irgendwas krass übersehen. Ich sehe schon wieder die Leute sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das Ding ist, diese Anomaliespiele sind deshalb nichts für mich, weil ich irgendwie nicht so geduldig bin, um mir alles so im Detail anzusehen. Ich bin da irgendwie nicht so der Typ für. Deswegen hoffe ich inständig, dass das Game das ein bisschen offensichtlicher macht, weil sonst könnte das für mich sehr, sehr schwierig werden, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe kein Problem damit, mir Dinge zu merken, aber ich bin einfach zu ungeduldig. Das ist mein Problem, was das angeht. Ist vielleicht auch mal eine gute Möglichkeit, meine Geduld ein wenig zu üben und meinen leicht wuseligen Charakter ein bisschen runterzubringen, aber es ist halt, ne, ich, keine Ahnung, also, schau das, ich weiß nicht, ob, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob dieses Bild hier gepasst hat. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Ich will jetzt mal wissen, ob jetzt hier auch nochmal was falsch war. Wenn ja, auch die Uhr hier. Hier ist 7:45. Es ist 7:45. Das ist der Ton für falsch, ne? Nee, das ist so richtig. Okay, wir haben eine Glocke. Der Bell. Alright. Da hängen halt generell auch trotzdem immer die gleichen Bilder rum, so gesehen. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass jetzt hier ultra viel anders ist, aber also an den Bildern meine ich, dass die so unterschiedlich sind. Da hängt er wieder, da haben wir wieder das Schiff. Die Glocke steht an ihrem Ort. Könnte genauso eben sein, dass hier die Flaschen, ne? Dass die halt nicht passen.
Ja, dass hier nicht dreimal ein Jack Daniels steht, sondern nur einmal. Und solche Geschichten. Sie weint, das scheint im Normal zu sein, wenn man das so sagen kann. Das Billard sieht auch normal aus. Es ist 7:45 auf der Uhr. 3 rote Fässer. Oh, Junge, ne? Sieht jetzt irgendwie auf den ersten Blick nicht so aus, als wäre hier irgendwas anders. Ne, bei dem war das, genau. Ja, hier war das mit den Deckeln. Ich gehe mal weiter. Oh. Spannung steigt. Okay. Alright. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich mir hier merken muss, wie viele Deckel hier liegen. Kann ja unmöglich, ne? Also, na gut, aber nichts ist unmöglich. I don't know. Nichts ist unmöglich. So, die Glocken hier in diesem Bild, die scheinen zu stimmen. Die scheinen zu passen. Der Jackie scheint auch zu passen. Nebel ist auch da. Sie weint wieder. Warum weint sie denn? Das würde mich mal interessieren. Warum weint sie? Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, ne? Aber das schaut auch okay aus. Das Bild auch. Wieder 7:45. Okay, das stimmt nicht. Da ist eine blutige Hand. Da gehen wir doch mal zurück. Das ist nicht richtig. So, dann gehen wir mal zurück hier. Dann sollten wir jetzt 3 Glocken haben. Oh, was ist hier? Geheimnisvolle Sichtungen in den 10 Glocken. Seltsame Berichte sind aus dem Gasthaus die 10 Glocken aufgetaucht. Gäste behaupten, eine gespenstische Dame in Weiß gesehen zu haben, die schweigend die Gesellschaft stört, bevor sie spurlos verschwindet. Ein Pintglas wurde aus eigenem Antrieb bewegt gesehen. Viele flüstern von einer Verbindung zur unheilvollen Geschichte, die diese Straßen heimsucht. Ein Inspektor Everline soll der Angelegenheit nachgehen. Okay. Das Bild vervollständigt sich. Haben wir da jetzt irgendwie... Ist das die... The Free Bells. Ist das die Wirtin gewesen von hier, oder?
weiß nicht. Also das mit der Hand, das war halt jetzt ne, relativ sichtbar, würde ich mal sagen. Also das war eigentlich jetzt kaum zu übersehen. Aber einmal habe ich ja schon was übersehen. Also gibt es auch Sachen, die nicht so easy cheesy sind. Okay. Da ist nichts. Hier steht das auch wieder auf dem Ding drauf. Bilder sind auch richtig. Auch der Nebel ist da. Beim Billard schaut auch alles knorke aus. Es ist 7:45. Drei Fässer. Lamont. Puh, ich würde zu auf den ersten Ding sagen, dass es passt, aber ich habe ein bisschen Angst, da durchzugehen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich gehe jetzt einfach, ich gehe jetzt durch. Es scheint in Ordnung zu sein. Ich hoffe, das ist es auch. Oh Mann. Oh Gott. Okay, rot, um die Prellung zu verstecken. Vorbild. Mein Freund, na, alles easy? Da ist auch diese goldene Glocke. Ist auch sehr wild. Da hinten stimmt was nicht. Guck mal, hier liegt eine Glocke auf dem Holz. Das heißt, ich muss zurück. Alright. Ich übe mich in Geduld, Leute. Ich übe mich in Geduld. Das ist so verwirrend, ne? Dass es dann da zurückgeht. Das ist so verwirrend. So, ein Buch. Rechte Seite, Freitag, 10. Mai 1880. Sie darf mich dem nicht aussetzen. Die Schande ist unerträglich. Oh oh. The Five Bells. Sie darf mich dem nicht aussetzen. Du schaust normal aus, ja? Okay. Wow, Alter. Okay, gut, alles klar. Okay, alles klar. Gut. Alter, bin ich jetzt erschrocken. What the fuck, Mann? Das ist nicht so gut. Lady Chatterleys Liebhaber von D.H. Lawrence. The Six Bells. Alter, bin ich erschrocken von diesen Kackglocken jetzt. Mich hat's übelst gerissen, ey. Holy Lord. Schaust normal aus? Ich warte nur drauf, bis er mal aussieht wie ein Zombie oder so.
Sieht normal aus. Lemon. Schaut auch alles knorke aus. Die Bilder passen auch. Ein Stuhl ist hoch, die Stühle passen. Da haben wir das Ding wieder. Die Bilder sind auch in Ordnung. Ich würde schon fast sagen, dieses Mal stimmt's. Ich hätte gern... Okay, gut. Ich dachte gerade, was macht er jetzt? Aber er holt nur den Lappen raus. Er holt nur den Lappen raus. Na gut. Alright, wir gehen durch. Nur für Personal. Das schaut wild aus. Okay. Okay, gab's richtig. Okay. Verschwunden. Miss Clara Hughes vom Gasthaus Die Zehn Glocken. Alter 22, Statur mittel, Hautfarbe hell, Augenfarbe braun, Haarfarbe dunkelbraun, Größe 1,63, Gewicht 9 Steine. Und 4 Pfund, okay. Kleidung, schwarzes Kleid mit weißer Schürze. Gute Dame, bester Charakter. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie am Samstag, den 5. Mai um 10 Uhr morgens das Ten Bells Pub in Whitechapel verließ, um Tee und Reinigungsmittel zu kaufen. Jegliche Informationen zu dieser Dame sollten an Henry Moore, Polizeichef von Whitechapel, weitergeleitet werden. Uh-oh. Uh-oh. Noch 3 Bells. The 7 Bells. The 7 Bells. Einen wunderschönen guten Tag. Die Glocke steht da. Bilder passen. Das passt auch. Sie weint. Wahrscheinlich wegen der, die verschwunden ist. Kann das sein? Ist das logisch? Wow, 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 what the fuck? Wow, what the fuck? Okay, okay, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ja, 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 ich hab's verstanden. Ach du Scheiße, da ist jemand aber ganz schön wütend, yo. Holy fuck. Holy fuck. Alter, ey. Chill mal. The 8 Bells, mhm. Chill mal, Mann. Boah, nee. Das ist nicht gut. Ging dir immer schon so komisch? Ja, ich glaube schon. Alright. Bilder passen. Ich weiß gar nicht, ob es solche Anomalien sind, auf die man achten muss. Okay. Okay, das ist nicht normal. Definitiv nicht normal. Das Bild ist jetzt komplett weg. The End Inside. The Nine Bells.
Bilder passen. Alright. Alrighty. So, jetzt darf ich es natürlich nicht verkacken. Ne, das ist ja auch klar. Das ist ja mal auch klar. Aber es schaut eigentlich alles soweit gut aus. Oh, Kacke, fehlt da ein Stuhl. Oh, nee, ne? Fehlt da ein Stuhl? Nee. Nee, da fehlt keiner. Tja, das Ding ist halt jetzt, ne? Wenn ich jetzt weitergehe und das ist falsch, dann habe ich es halt komplett verkackt, ne? Oh, Gott. Aber ich sehe nichts. Aber wäre jetzt kein Wunder, wenn sie am Ende noch irgendwie fies was reindrücken hier. Die Gefahr hast du immer beim letzten. Das ist so das Problem, aber ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ich schaue nochmal ganz kurz nach vorne da, aber... Also ich würde behaupten, dass es hier keine Anomalie gibt jetzt. Ich gehe durch. Wenn ich jetzt was übersehen habe, hey, dann weiß ich auch nicht. Okay, 10 Bells. Und jetzt? Oh oh. Die Frau steht draußen. Warst du gerade nicht? What the fuck? Das war die, ich wusste es. Er hat sie erschlagen, ne? Mit der Glocke, oder? Hat sie mit der Glocke erschlagen, der Otto. Kann ich die Glocke nehmen? Nö. Alter Vater. Kann ich hier aufmachen? Nee. Okay. Vin Hill Hilford Games. Ursprünglich aus dem Vereinigten Königreich stammt, begann Vin seine Karriere als... Ach, das ist... Das sind die Spieleentwickler. Okay.
Okay. Aber warum hat er das getan? Why? Das sind wir selber. Wir haben uns selbst gespielt, um zu entkommen. Ich muss einen Weg finden, aus dieser Hölle zu entkommen. Hilford Games. Die Flucht erwartet. Immer in meinem Herzen. Da war jemand links gerade. Herr Arthur Hutsch und Frau Clara Hutsch. Das glückliche Paar des Gasthauses, die 10 Glocken. Ach, das ist ein Paar. Bells. Aber was ist das jetzt? Ein glückliches Paar. Naja, das sah jetzt nicht so glücklich aus. Aber was ist das jetzt? Hab ich das jetzt nicht? Geht das jetzt weiter? Das sind wahrscheinlich die Mund der Hölle, der Fleck der Trauer. Ah, das sind jetzt. Okay, ich verstehe. Das sind diese ganzen Anomalien, die man entdecken kann, die man hier bekommt. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt was am Ausgang der Story ändert, oder? Also ich glaube nicht, dass das irgendwie was ändert. Ja, also man kann jetzt hier die Sachen noch freischalten, aber letztendlich wird das nichts ändern. Alright, Leute. Ja, auf jeden Fall ein cooles Anomalie-Game, weil die Anomalien ein bisschen offensichtlicher sind, vielleicht ein bisschen zu offensichtlich, aber ich will mich darüber gar nicht beschweren. Ich bin froh, dass ich das nicht verkackt habe. Aber ein nices, kleines, feines Horror-Game, Leute. Ja, doch. Okay. Der Stuhl folgt mir. Ah, der Stuhl folgt mir. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Alright, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Freunde. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen da und abonniert gerne rein, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.